Hallo, da sind wir mal wieder. Jan und Ska berichten euch von der Straßburg-Session im Oktober. Und sag mal, Jan, ich habe gehört im Plenum, Debatte, ob wir das SWIFT-Abkommen jetzt aus dem Fenster schmeißen sollen. Was ist das eigentlich? Worum geht's? Warum? Naja, wir waren ja von Anfang an dagegen. Die Bankdaten, die dieser weltweite Finanztransferdienstleister SWIFT verarbeitet, einfach so an die USA weiterzugeben. Deswegen haben wir gegen das Abkommen gestimmt. Das ist ja jetzt mittlerweile schon ein paar Jährchen her, wo wir den großen Erfolg gefeiert haben. Jetzt ist klar, dass das Abkommen, das dann ohne unsere Stimmen angenommen wurde, einfach nicht beachtet wird von den USA, und zwar im Rahmen dieser ganzen Überwachungsprogramme, die die NSA gerade betreibt. Und die denken sich halt, na gut, also klar, über das Abkommen kriegen wir ein paar Daten, aber wir kriegen die meisten Daten ja einfach, indem wir direkt ein Kabel an SWIFT legen oder da sozusagen per Cyberattacke eingreifen und alles absaugen. Und das kann natürlich nicht sein. Und wenn wir jetzt einfach als Europäer sagen, ja, das macht aber nichts, dann fragen sich natürlich die anderen Länder auch so, warum sollten wir eigentlich noch Abkommen mit der EU beachten? Und deswegen muss das gekündigt werden. Dafür setzen wir uns zumindest ein. Auch Sozialdemokraten und Liberale scheinen in die Richtung zu tendieren. Und wir haben jetzt erstmal eine Aussprache dazu gehabt. Und die nächste Straßburg-Woche, die ja schon in 2 Wochen ist, die wird dann eine Resolution mit sich bringen, in der wir die Kommission auffordern könnten, das SWIFT-Abkommen zu kündigen, damit diese Massenüberwachung dann auch sanktioniert wird und man klar sagt, wenn ihr euch schon auf Datenschutzregeln mit uns einigt, dann bitte richtig. Genau, das zum Thema Massenüberwachung. Nun gibt es natürlich noch was anderes Massenhaftes, nämlich was viel Schlimmeres, massenhaftes Sterben von Menschen im Mittelmeer. Wir haben also schlimme Bilder erlebt und das wurde diese Woche diskutiert hier auch. Ska, wie gehen wir damit um und was müssen vor allen Dingen die EU-Regierung und die EU-Kommission jetzt machen? Ja, das Mittelmeer ist auch tatsächlich zum Massengrab geworden. Fast täglich sterben Menschen auf dem Weg in die Europäische Union. Und letzte Woche war es eben besonders schlimm, dass ein Schiff gesunken, gekentert und mittlerweile gibt es über 300 Tote dabei. Also wirklich unvorstellbar. Mhm. Und die Frage ist jetzt, was muss sich ändern? Wie können wir es hinbekommen, dass das Mittelmeer eben nicht weiter der Sterbeort für so viele Menschen wird, die auf der Suche nach einem besseren Leben sind, auf der Suche nach Schutz und sich eben nach Europa wenden? Und da können wir nicht einfach sagen, ja, ist nicht unser Problem. Und jetzt geht es halt um die Frage, wie können wir Seenotrettung verbessern? Wir Grüne sagen eben, das muss stärker koordiniert werden auf europäischer Ebene. Aber wir müssen eben auch an den Kern des Problems. Warum müssen sich denn Menschen in so Nussschalen begeben und dann übers Mittelmeer schippern? Sie müssen, weil sie keine andere Wahl haben. Es gibt keine legalen Möglichkeiten, in die Europäische Union zu kommen, um hier zum Beispiel ein Visum, um hier zum Beispiel Asyl zu beantragen. Mhm. Oder auch für andere Möglichkeiten. Und wir sagen jetzt eben, wir brauchen sowas wie ein humanitäres Visum, damit Menschen eben legal und ungefährlich einreisen können und hier dann Schutz zu suchen. Mhm. Darüber hinaus brauchen wir natürlich auch andere legale Einwanderungsmöglichkeiten. Auch die gibt es momentan nicht europaweit. Also da muss ich ganz viel drehen. Auch natürlich die Frage, das Asylsystem, da läuft ja einiges schief. Das ist nach wie vor ein Lotteriespiel. In Griechenland bekommst du überhaupt kein Asyl, in Deutschland vielleicht schon, in Schweden erst recht. Und da muss sich jetzt was ändern. Wir müssen Flüchtlinge endlich menschenwürdig behandeln. Und eben auch die Verteilung wurde ja immer wieder angesprochen. Wo muss man eigentlich Asyl beantragen? Momentan in dem Land, wo man zuerst EU-Territorium betritt. Also vor allen Dingen Malta, Italien. Genau, solche Länder eben vor allem an den Außengrenzen. Und da wollen natürlich viele Flüchtlinge nicht hin. Ja. Und so ein Land wie Malta ist natürlich auch sehr klein und hat pro Kopf die meisten Flüchtlingszahlen. Also da muss man auch auf jeden Fall dann kommen, dass man da nicht mehr solche komischen Regeln hat, wo dann Flüchtlinge hin und her verschoben werden, sondern es muss fair zugehen für die Flüchtlinge vor allem, aber eben auch für die Mitgliedsländer. Aber leider, also wir hatten uns ja erhofft, dass der Innenministerrat da mal einen Schritt vorwärts geht und wirklich was sagt, jetzt müssen wir was ändern. Aber Friedrich hat sich hingestellt, unser Innenminister hat gesagt, hier muss ich nichts ändern, alles ist super. Und es ist jetzt eine Arbeitsgruppe bei rausgekommen, wo keiner weiß, was soll die eigentlich machen und wer sitzt da so drin und so. Also es bewegt sich rein gar nichts und das ist die eigentliche Tragödie, das ist die eigentliche Katastrophe, dass noch nicht mal so ein massives Unglück, so eine massive Katastrophe hier irgendwem zum Umdenken bewegt. Stattdessen macht man sich also Gedanken darüber, wie man Europa jetzt besser abschotten kann und gibt da Geld aus für Grenzüberwachung. Und ein Projekt ist da also dieses Eurosur-Programm,
Wird das irgendwas helfen? Ist das sinnvoll oder wie gehen wir damit um? Ja, Eurosur, das European Border Surveillance System, wie es heißt, also europäisches Grenzüberwachungssystem, da sagt die Kommission und Konservative auch, naja, aber das ist doch toll, wenn wir das Mittelmeer immer überwachen, dann sehen wir auch mehr, wenn Leute sich in Seenot befinden. Mhm. Aber das muss überhaupt nicht so sein, zudem ist auch nicht die Überwachung das Problem. Ganz oft wissen wir, wo Flüchtlingsboote sind, aber keiner hilft ihnen. Das ist eigentlich das Problem, weil das Mittelmeer ist schon total überwacht. Ja. Jetzt soll es noch mehr Überwachung geben und zwar zum Zweck der Abwendung von irregulärer Migration, illegale Migration, wie es der Rat immer nennt. Und das ist fatal. Und wir Grüne haben uns im Ausschuss dafür eingesetzt, dass eben, wenn schon mehr Überwachung, dann eben auch zum Ziel der Seenotrettung. Ja. Leider konnten wir uns damit zwar im Parlament durchsetzen, aber eben nicht gegenüber dem Rat. Vor allem die südlichen Mitgliedstaaten haben gesagt, no way, alles unsere nationale Kompetenz, Europa soll da nicht mitmachen. Dieselben Minister, die jetzt sagen, Europa muss mehr tun. Also völlig schizophren. Und das führt eben dazu, dass zum Beispiel Mitgliedstaaten jetzt mehr Kapazitäten, also Schiffe, zur Verfügung stellen müssen, wenn sie denken, in diesem Bereich im Mittelmeer, da werden mehr kriminelle Aktivitäten vorkommen, aber sie müssen das eben nicht tun für Bereiche, wo es mehr Seenotrettungsfälle geben muss und solche Sachen. Es muss mehr koordiniert werden für die Abwehr irregulärer Migration, aber eben nicht für Seenotrettung. Ja. Und das ist wirklich ein großes Problem. Dazu kommt noch eine stärkere Kooperation mit Drittstaaten, also Libyen, die dann natürlich die Flüchtlinge abfangen sollen, die zu uns wollen. Das heißt, Eurosur bringt gar nichts für Seenotrettung, ist ein weiterer Teil der Abschottungspolitik der Europäischen Union leider. Deswegen werden wir auch nicht dafür stimmen. Wir haben einen Änderungsantrag noch eingereicht, um das noch zu ändern. Leider werden die anderen Fraktionen wohl nicht zustimmen. Das heißt, wir werden Eurosur ganz klar ablehnen. Alles klar. Ja, das ist diese Straßburg-Woche. Also unglaublich viel passiert. Ja. Aber wir sind ja, wie gesagt, in 2 Wochen wieder da. Was machen wir denn dann? Also da wird einiges natürlich wieder auf der Tagesordnung des Plenums stehen, aber es findet eben hier in Straßburg auch ab und zu mal eine Ausschusssitzung statt. Und eine Sonderausschusssitzung des Innenausschusses werden wir also in der nächsten Straßburg-Woche haben, wo wir über das Datenschutzreformpaket abstimmen. Und zwar über das Verhandlungsmandat, mit dem wir dann als Parlamentarier zum Rat, zu den Ministern gehen, um eine gemeinsame Position auszuhandeln im sogenannten Trilog. Ja, da bist du ja auch Berichterstatter, ne? Genau, da bin ich Berichterstatter und zwar für die Datenschutzverordnung, die also ein Datenschutzgesetz für ganz Europa nun bringen soll. Und man hat ja sehen können, dass wir da also wirklich schon seit einem ganzen Jahr, eigentlich über einem Jahr, jetzt kämpfen mit der Lobby darum, dass wir endlich darüber abstimmen können und endlich hohe Standards für den Datenschutz bringen. Jetzt kann man also nur noch hoffen, dass das auch der Wunsch der großen Fraktionen hier im Parlament ist, insbesondere eben einiger Konservativer, die wir sicherlich brauchen werden, um ein starkes Verhandlungsmandat zu bekommen. Also da wird jetzt wirklich die Spannung auf der nächsten Straßburg-Woche liegen und ob wir es schaffen, dieses Mandat endlich zu verabschieden, um dann zu verhandeln. Und da müssen wir jetzt drauf zuarbeiten. Naja, Spannung, Spannung. Also davon hören wir dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.